Hallo ihr Lieben, in diesem Video erfahrt ihr, wie ihr einem Igel helfen könnt, der in euren Garten findet oder wo auch immer, ist völlig egal. In meinem Fall habe ich Besuch in meinen Garten bekommen, dafür jetzt eine kleine Rückblende, alles andere kommt dann gleich. Ich habe da noch Tipps für euch, das was ich so herausgefunden habe gerade eben, und mir ist es ganz wichtig, dass ihr das auch wisst, wie ihr handeln könnt, wenn ihr einen Igel habt, der erschöpft ist oder total fertig von diesem Wetter. Jetzt ist zwar abends, aber ja, bleibt dran. Erstmal die Rückblende. Guck mal, wen ich da gerade vor meinem Garten sehe. Oh, süß. Hallo? Mann, ist der riesig. Na, willst du da rein? Anscheinend. Geil. Hallo? Na, guckst du dir meinen Garten an? Hallo? Da ist der Tiermagnet. Ich glaube, der hat Angst vor mir. Ich gehe mal auf die andere Seite, dass er auch wieder rausfindet hier. Hallo? Oh, süß. Mann, ist der riesig. Hallo? Tut dir keiner was? Na, bist du fertig vom Wetter? Von mir brauchst du keine Angst haben. Ich tue dir nichts. Ich habe mir gerade sagen lassen, die scheint wohl schwanger zu sein. Das heißt, eine Igelmutter. Und wahrscheinlich echt erschöpft bei dem Wetter. Ja, ich habe gerade über die Garten-YouTuber-Gruppe rausgehauen, dass ich da Hilfe brauche, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit ihr umgehen soll. Natürlich mein natürlicher Arzt sagt, stell ihr mal Trinken hin. Und ich glaube, die braucht irgendwo ein Plätzchen, um sich auszuruhen. Ich lasse die jetzt auch in meinem Garten und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ich fasse sie auch nicht an. Ich weiß, das mögen die nicht. Und Angst hat sie auch ganz doll für mir. Mehr möchte ich jetzt auch nicht draufhalten. Die soll sich mal holen, die braucht nicht extra Stress hier. Die braucht irgendwo ein Plätzchen, wo sie sein kann. So, wie ihr gesehen habt, war ich am Rätsel. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Habe Wasser hingestellt, die erste Aktion, das kann jeder. Für das, was Igel fressen, gibt es ganz viele Vorschläge bei Google. Ich bin da ein paar Vorschlägen nachgegangen, habe dann bei der Hotline angerufen. Und dort habe ich den Tipp gekriegt, Katzenfutter gemischt mit Haferflocken. Und muss man natürlich irgendwie ein Plätzchen haben, wo man das hinmachen kann. Wenn das in der Sonne ist, dann wird das ja recht schnell gammelig. Katzenfutter und Haferflocken habe ich besorgt. Jetzt kam ich in meinem Garten an und die Igelmama ist weg. Ich habe mir jedenfalls sagen lassen, dass es eine Igelmama ist und die trächtig ist. Sagt man trächtig bei Igeln? Keine Ahnung, spielt auch gerade keine Rolle. Es geht darum, wie ihr einem Igel helfen könnt. Also Katzenfutter, Haferflocken, Wasser und ansonsten unbedingt in Ruhe lassen. Nicht anfassen oder so. Die werden sich wahrscheinlich erholen, vor allen Dingen bei so einem Wetter, und ziehen dann weiter. Wie es bei mir auch der Fall ist. Was ihr sonst noch machen könnt, wenn der Igel da bleibt, wenn ihr den noch irgendwie ein Plätzchen fertig machen wollt, dann seht zu, dass ihr irgendwie Laub rankriegt, wenn das geht. Also ich habe hier mir vorhin schon was ausgeguckt, das hätte ich jetzt geholt, aber Igel ist nicht mehr da, also wird es nicht mehr gebraucht. Laub ranholen, schönes Plätzchen machen, eine Kiste oder so. Eingang, der eben ist. Also nicht irgendeine Schwelle, die überklettert werden müsste oder so. Also, das sind meine Tipps für euch. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt, die wichtig sind, wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt, dann bitte ab unten in die Kommentare, ist eine gute Sache. Ich weiß jetzt, wie man einem Igel helfen kann und ihr jetzt auch. Also, das sind die Erste-Hilfemaßnahmen. Wenn es dem Igel am nächsten Tag übrigens nicht gut geht, unbedingt zum Tierarzt. Die können dann weiterhelfen und alles andere verrät euch Google. Recherchiert da richtig, also nicht irgendwelche gefährlichen Halbweisheiten anwenden, sondern geht da lieber auf Nummer sicher. Für mich ist ein Tierleben auch ein ganz wichtiges Leben und stelle ich persönlich sogar gleich mit einem menschlichen Leben, auch wenn das viele Menschen nicht begreifen können. Mir ist es super, super wichtig, dass es auch denen gut geht. So, einen Tag später, ihr seht das am Wetter und wahrscheinlich auch in der Kleidung, an der Frisur, wie auch immer. Ein paar Worte mehr noch zum Thema Igel. Ich habe natürlich gestern, wie man in den Aufnahmen gesehen hat, ein paar Sachen falsch gemacht. Ich bin viel zu nah rangegangen. Ich hätte das Tier sofort in Ruhe lassen sollen. Das will ich nächstes Mal auf jeden Fall anders machen, was hinstellen und gleich in Ruhe lassen. Die Igelmutter sucht wohl hier bei mir mehr Fressen, weil ich habe erfahren, dass sie hier schon öfter gesichtet wurde, genau bei mir, am Zaun nach hinten Richtung Pavillon. Habe jetzt aber nicht nachgesucht, wie gesagt, ich möchte das Tier in Ruhe lassen, aber ich werde der heute Abend auf jeden Fall was zu fressen hinstellen, wenn sie noch Futtersuche ist, dass sie auch was findet. Das war das Nachwort, mehr war nicht. Jetzt kommt das Abschlusswort an Lars von gestern. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich konnte euch bereichern. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Lars. Naja, vielleicht finde ich die hier noch irgendwo.